Drei Arten von Lehrern, die jeder kennt. Part 1. Erstens, der Heuchler. Der Lehrer ist meistens total nett und man schaut fast immer bei dem Filme oder er bringt sogar Süßes mit. Aber am Ende vom Schuljahr sieht man das Zeugnis und das ist dann sogar schlechter als mein Ergebnis bei 916 Star. Zweitens, der Gegenspieler vom Heuchler. Der ist meistens total nett, muss aber nicht immer sein. Aber die Noten sind überirdisch gut. Ich selber hab nie verstanden, wie die Noten zustande gekommen sind. Drittens, der Verpeilte. Okay, den kennt jetzt jeder. Der kommt fast immer zu spät und der Unterricht ist immer total langweilig und bringt meistens auch gar nichts.